Leute und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Erklärvideo von eurem frisch Toastbrot. Heute geht es mal ganz speziell um die Elementarhelden und ich habe mir gedacht, da ich ja selbst jetzt schon sehr lange Elementarhelden gezockt habe, will ich den auch gerade jüngeren Spielern erklären, wie diese Elementarhelden überhaupt ablaufen. Wir haben also hier verschiedene Grundelementarhelden, wenn man das so nennen darf. Diese sind notwendig, um die Fusionskarten, die ja auch sehr, sehr starke Effekte haben, zu beschwören. Wir haben also hier einmal Sparkman, wir haben Bestinatrix, wir haben Sparkman im zweiten Artwork, wir haben Elementarheld Neos, wir haben Clayman, wir haben Bestinatrix im zweiten Artwork, wir haben Avian im zweiten Artwork und wir haben Bubbleman. Und welche Fusionsmonsterkarten ihr mit diesen einzelnen Elementarhelden holen könnt, das erfahrt ihr hier in dieser neuen Serie Yu-Gi-Oh! Elementarhelden erklärt. Fangen wir also an, welche Fusionsmaterialmonster ihr für diese drei Schnuckelchen hier braucht, ne? Warum Schnuckelchen? Ganz einfach, diese sind hier richtig stark, meiner Meinung nach, besonders auch hier Inferno Wing. Ganz einfach. Ihr braucht also einmal Avian, der ist genau hier, und ihr braucht einmal Bestinatrix. So, wenn ihr diese zwei auf dem Feld habt, dann kann es auch schon losgehen mit der Fusionsbeschwörung. Und wir schauen uns also an, ihr könnt einmal entweder den Phoenix Enforcer holen, dann Inferno Wing oder doch lieber den Flammenflügelmann. Schauen wir uns die Effekte mal an. Also wir haben hier mit Phoenix Enforcer eine Karte mit 2100 ATK und 1200 Defense. Und diese Karte kann einfach nicht durch Kampf zerstört werden. Finde ich ganz okay, der Effekt. War damals natürlich sehr, sehr stark. Heute kann man das relativ gut in Schach halten. Aber auf jeden Fall finde ich diesen Effekt trotzdem ganz brauchbar. Wie gesagt, hier Inferno Wing ist sehr, sehr stark, ganz einfach. Falls diese Karte nämlich ein Monster des Gegners in Verteidigungsposition angreift, dann erhält der Spieler, der Gegenspieler 2100 ATK Schaden, weil der Kampfschaden einfach durchgeht. Und wenn diese Karte ein Monster eben zerstört und es auf den Friedhof gelegt wird, dann kann man die ATK oder die Defense wählen von diesem zerstörten Monster und kann sie dem Gegner von den Lebenspunkten abziehen. Somit ist sehr, sehr stark, hat man auch immer schnell draußen. Oder doch der alte Klassiker, den Flammenflügelmann. Er besagt einfach, wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, dann kann man dem Gegner Schaden in Höhe der ATK des zerstörten Monsters im Friedhof zufügen. Das heißt, wir sehen hier schon den kleinen, aber feinen Unterschied. Inferno Wing ist nochmal ein Ticken besser als Flammenflügelmann, aber insgesamt kann man sagen, dass diese drei Fusionskarten auch sehr, sehr powerful sind. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblingsfusionskarte von Elementarhelden ist. Das war das erste Video zu diesem Thema. Wenn ihr weitere Folgen von diesem Thema hören wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir, eurem Frischi Toastbrot. Ciao.